Servus zusammen und ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Fahndung Herrschaft des Feuers und wir müssen hier noch einen Kopfgeldeinsatz beenden. So, immer schön die Ticker gehen, wenn man sich irgendwas anzieht. Und Kopfgeldeinsatz. So, okay. Da müssen wir wohl hin. Fahndung, Kopfgeldeinsatz, Blue Diamond. Den werden wir aktivieren. Und bestätigen. Zack. So, ach, da müssen wir wieder hin. Würde ich doch sagen, machen wir es uns ein bisschen einfacher diesmal und werden hier eine Schnellreise machen. So. Munition werden wir hier finden. Sehr schön. Es geht halt nichts über einen eingenommenen Kontrollpunkt, wenn man sich schnell von A nach B bewegen will. So. Und bevor es losgeht, immer schön durchladen. Noch sind wir doch hoffentlich richtig. Okay. Nee, da geht's nicht. Kommen wir hier rüber? Jupp. Nicht, dass wir hier in eine Sackgasse laufen. Ja, das war, glaube ich, nicht ganz so clever. Jetzt ist nämlich die Frage, wie wir hier wieder rauskommen. Okay. Das nehmen wir mit. So, gehört hat man ja die Jungs schon wieder. Und hier ist jetzt was. Okay. Na. Eine neu. Ach, der geht nicht, weil da der Busch ist. Gut. So, den haben wir schon mal aus dem Spiel genommen. Ah ja. Aha, da waren wir doch gerade eben. So, diesmal achte ich ein bisschen auch auf die Spezialmunition. So, unser Geschütz müssten wir eigentlich auch gleich mal wieder mitnehmen. Das bringt nichts. Ah. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen.
Okay. Aha, okay. Dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht die Orientierung verliert. Ist so ein bisschen ein Labyrinth hier. Aber das hier nehmen wir nochmal mit. Und dann müssten wir eigentlich irgendwie hier rein. Ach nee, muss man jetzt wieder um das ganze Ding hier rumlaufen. Wie kommen wir da hoch? Aha. Hilft uns das weiter? Oder habe ich mich jetzt wieder in der Sackgasse begeben? So. Ja, nee, da kommen wir nicht hoch. Ah, okay. Da geht's nur um das. Okay. Naja. Oder? So. Ist ja nicht wie bei armen Leuten. Okay. Dann müssen wir regeln, wie dann doch hier herum. Es hilft nichts. Nicht. Auch nicht. Augenblick. Hilft er uns jetzt ein bisschen? Nein. Da kommen wir nicht rein, da kommen wir nicht rüber. Da geht es auch nur um die Kiste. Das Ganze... erweist sich wieder mal als schwieriger als gedacht. Ist aber auch hier echt so eine Labyrinthgeschichte. Und wenn man das eben nicht alle Tage zockt, dann muss man jedes Mal überlegen. Ja, da steht this way. So, da war der erste Gedanke doch anscheinend vielleicht der richtige, dass wir jetzt nicht hier lang müssen. Ah, okay. Und dann rennen wir wieder mitten rein. So. Ja, ich auch. Da haben wir was gemein. So ist die Idee. Ach nö. Noch weiter. So. Geschütz wieder einsammeln. So, ich hoffe, dass wir jetzt endlich hier auf dem richtigen Weg sind. Oh. Ich krieg die Krise. Was verpeile ich hier gerade?
So, nochmal genau schauen und nochmal überlegen. Muss ich da eventuell hier irgendwie durch das Zelt oder wie war das? Irgendwo muss es doch jetzt wieder hier rumgehen. Es kann doch nicht sein, dass wir hier jedes Mal die Wahnsinns-Action machen müssen. Ja. Nee, also da geht ja die Tür nicht auf. Ich bin mir sicher, ihr guckt euch dieses Video an, ihr denkt schon wieder, Mann, 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 der Kollege. Nein, das ist nur da oben die Verteidigung. So, eigentlich müsste es doch da lang gehen. Kann man das irgendwie aufmachen nochmal? War da irgendwas? Geht das auf, wenn ich hinlaufe? Agent fordert Verstärkung an. Tja. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen wieder raus und nochmal um das ganze Ding herumlaufen. So, die Drohne. Werden wir einsammeln. Das hier geht auch nicht auf. So, da geht's rein. Stop in the name of love. So. Wir scheinen der Sache jetzt etwas näher zu kommen. Nein. Ja, 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 ja. Okay. 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 Muss das Geschütz im Auge behalten. Ja, das würde ich dir auch empfehlen. Behalt mal lieber das Geschütz im Auge. Ich behalte das Radar im Auge. So. Major Ashwood. Okay, jetzt ist er hinter uns. Ja. Och, Leute. Oh, nee. Jetzt müssen wir wieder da außen rum, oder wie? Hier rechts. Das bringt wieder nichts. Da waren wir ja schon mal. Das ist heute ein Gelatsche. So, links rum. Bringt das was? Oder hier wieder durchs Zelt. Irgendwo war doch was, wo man durchs Zelt läuft. Ja, also. So, wo sind die Jungs? Also einer ist da oben, habe ich schon gesehen. Aber das wird ja nicht alle gewesen sein. Ah ja, okay. Drohne in der Luft! Ausschalten. Okay, ich bin dran. Agent, das ist unser Ziel. Ah ja, okay. Wie, das ist unser Ziel. Ah. Ups. Über die Flanke! Gegner rückt schnell vor! So, da läuft wieder irgendwo einer rum.
Ups. Okay. So, jetzt ärgern mich die da hinten noch anscheinend. Ja, aber die müssen uns eigentlich nicht interessieren. Gefällt dem Team die Nahrungssuche? Nicht besonders. Sie sollten die Finger vom Campus lassen. Haben wir. Ich will nicht, dass Sie Aufmerksamkeit erregen, bevor wir bereit sind. Im Norden der Stadt gibt es eine kleine Gemeinschaft. Auch Agents? Nein, nur Zivilisten. Eine Art Prepper-Gemeinschaft. Sie waren isoliert und gut versteckt. Nicht gut genug. Wir haben drei von ihnen beim Fischen entdeckt und bis zum Lager verfolgt. Besetzen oder plündern? Besetzen. Sie haben ein paar Wachen zurückgelassen. Wir können uns auf wöchentliche Ernten für die Truppen in DC verlassen. Und sie haben schon eine ordentliche Menge für den Winter eingelagert. Brauchen Sie einen Ersatz für die Wachen? Noch nicht. Aber Transportmöglichkeiten, um andere Teams zu versorgen. Okay, sehr schön. Also, das heißt, jetzt können wir uns Chucks widmen. Und dazu müssen wir zum Lincoln Memorial. Okay, das würde ich gerne noch machen. Ich hoffe doch, das kriegen wir hin. Wir werden es auf jeden Fall mal probieren. Gut, dann legen wir los. Ja, genau. Charles Crawford, Chucks. Gut. Der böse Bube. Lincoln Memorial. So. Dann nehmen wir diesen Kopfgeldeinsatz an und aktivieren ihn. Wir haben Charles Chunks Crawford beim Lincoln Memorial aufgespürt. Bestätigen. Und los geht's. Aber da werden wir auch erstmal wieder eine Schnellreise machen hier zum Kontrollpunkt. So. Aber um ehrlich zu sein, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das Ganze jetzt wieder richtig Action bringt. Und wir sind ja schon wieder bei fast 20 Minuten für diese Folge angelangt. Okay, wir haben hier noch einen Saisonaufstieg und noch ein bisschen Uhrenstufenaufstieg. Das werden wir alles noch verpacken. Ich denke, wir machen doch jetzt hier ein kleines Break. Wir haben noch 14 Minuten Zeit. Okay, das werden wir schaffen. Wir machen einen Break und ich darf mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Das soll es erstmal wieder für diese Folge gewesen sein. Reign of Fire, Herrschaft des Feuers. Und in der nächsten Folge werden wir uns also hier dem Kollegen widmen und diese Spielfigur aus dem Spiel nehmen. Ich bedanke mich für euer Interesse, für euer Zusehen. Sage auch nochmal recht herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank an alle, die ein Däumchen dagelassen haben und mittlerweile auch hier Abonnent des Kanals sind. Freut mich sehr. Ich sage wie immer an der Stelle tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal. Euer Badenfarmer. Da draußen bewegt sich nichts.